Guten Tag, beste Sportfreunde. Heute wollte ich Ihnen über die Mauser-Periode sprechen. Erst gehe ich über die Zusatzprodukte sprechen, die in die Mauser-Zeit gegeben wurden. Hier haben wir erst Thiamin Forte. Thiamin Forte ist ein ganz komplettes Produkt mit viel Aminosäuren, Vitamine, Elektrolyte und Minerale. Die zwei wichtigsten Aminosäuren in die Mauserzeit sind Methionin und Cholin. Und die zwei können Sie in hoher Konzentration in die Thiamin Forte zurückfinden. Hier habe ich pH-Control. pH-Control ist eine Mischung von verschiedenen organischen Säuren. Um die pH-Wert und den Wert von 4 probieren zu kriegen. Das wirkt als Wasserdesinfektion, aber wird auch vorbeugen gegen Trichomonaden. Die zwei Produkte geben wir normal in der Mauserzeit jeden Tag. Zum Beispiel Thiamin, wenn Sie auf die Etikett gucken, steht 15 Milliliter auf 1 Liter 3 Tage. Aber ich finde besser, von weniger zu geben, 5 Milliliter auf 1 Liter, aber das jeden Tag zu geben. Die Tauben mausen nicht 2 Tage die Woche, die mausen jeden Tag. Darum ist es besser, das jeden Tag ins Wasser zu geben. Hier habe ich noch zwei Produkte, die mehr über Futter gegeben wurden. Hier haben wir Reavital Elixir. Ist eine Mischung von Knoblauch und auch Zwiebeln. Das ist ein Naturprodukt, ein Sirup, die über Futter gegeben wird. Und hier ist Dosto Oregano Pulver. Dosto Oregano Pulver, die Oregano, kann ein bisschen gesehen werden als ein natürliches Antibiotikum. Das, die zwei Produkte wurden über Futter gegeben. Das Beste finde ich immer, um erst eine Kur von 10, 12 Tagen zu geben. Das geht die Mauser stimulieren und auch die Downfall geht gestimuliert worden. Und das erst 10, 12 Tage geben und nachher 3 Tage der Woche. Da ist eine zweite Möglichkeit, dann instatt von Dosto Oregano Pulver können wir die Dosto Oregano flüssig geben. Das ist die gleiche Produkt, aber um ins Wasser zu geben, dann geben wir diese nicht. Geben wir die drei hier, pH-Control, Thiamin, Dosto flüssig ins Wasser. Und Reavital wird 3 Tage die Woche über Fütter gegeben. Auf medizinische Seite, das Beste in der Mauserzeit ist eine Kotprobe Untersuchung, eine Kotuntersuchung machen lassen. Nach der Mauser kommt die Zucht, und das ist immer besser, sicher sein, dass die Tauben 100% gesund sind. Durch diese Kotuntersuchung, wir können parasitologische Untersuchungen machen für Kokzidien, Würmer, Pilze, aber wir können auch eine bakteriologische Untersuchung machen, unter anderem für Salmonellen. Wenn wir die Ergebnisse von der Kotprobe haben, können wir auch sehen, eventuell welche Behandlungen müssen gegeben worden. Eventuell für Trichomonad, für Paratyphus oder andere Behandlungen. Diese Behandlungen dürfen wohl in der Mauserzeit gegeben worden. Aber wenn wir so eine Kur machen, ist es immer besser, um zusammen mit diesen Produkten Thiamin Forte dabei zu tun. Die ertragen das immer viel besser und das ist auch eine Sorte Säuberung für die Leber. Das ist immer. Wenn eine Kur gegeben wird, immer Thiamin dabei zu tun. In der Mauserzeit dürfen die Tauben auch geimpft werden. Das sind regelmäßig Kunden, die das mir fragen, darf ich meine Taube in Mauserzeit impfen? Ja, sowohl gegen Paramyxo oder gegen Salmonellen oder andere Krankheiten dürfen die Tauben wohl geimpft werden. Das war es ungefähr für heute, für die Mauser-Periode. Haben Sie noch extra Fragen, können Sie noch immer Fragen stellen via unsere Website www.schroedertolisan.com.
denke, bis nächstes Mal.